Jetzt wechseln wir die Jahreszeit. Vor 2 Jahren waren in Rio die Olympischen Sommerspiele. Dortmal ist Heidi Diethelm in aller Munde. Das Bronze-Heidi holt Rio die erste Medaille für die Schweiz. Mittlerweile ist es wieder etwas ruhiger geworden um die Thurgauerin. Der Hype ist abgeflaut. Sie aber kämpft gleich wie vor der Olympiamedaille um Sponsoren. Luana Wüstina. Tief schnaufen, fokussieren und abdrucken. Heidi Diethelm in ihrem Element. Was es zum Schiessen alles braucht, zeigt die 48-Jährige am Anlass der Sporthilfe in der Schiessanlage Zweifelde. Die Olympiaheldin geht auf Durchfühlung mit ihren Fans und gleichzeitig sehen die, für was die Sporthilfe ihr Geld braucht. Für die Thurgauer Schützin sind Anlässe wie die extrem wichtig. Immerhin ist sie auf die finanzielle Unterstützung der Sporthilfe angewiesen. Und da, obwohl sie Profi ist. Man kann es handeln so. Es ist sicher nicht etwas, wo man etwas auf die Seite bringt. Schlussendlich, für mich ist es so, dass ich in dem Sinn zufrieden bin, wenn ich meine Auslagen mit meinem Team zusammen decken kann. Und solange ich das auch irgendwie bewerkstelligen kann, dann stimmt es für mich. Ich glaube, es braucht auch irgendwo ein bisschen das Herz dazu, dass man eben in dieser Sportart auch noch weitermachen, neue Ziele hat. Gerade die Randsportarten wie ein Pistolenschiessen ist es schwer, auf Profiniveau ohne Unterstützung auszukommen. Und da, obwohl sie vor 1,5 Jahren an den Olympischen Spielen in Rio die Bronzemedaille gewinnt. Mit dem Erfolg hat der Skisport kurze Zeit grosse Aufmerksamkeit bekommen. Heidi Diethelm hofft, dass von dem die Nachwuchstalente im Skisport profitieren können. Bei ihr selber hat sich trotz grossem Medienrummel nicht viel geändert. Sponsoren habe ich jetzt nicht in dem Sinn können, grössere an Land ziehen. Das sind immer noch mehr oder weniger die gleichen, die ich vorne schon hatte. Die halt aus meinem Umfeld rauskommen, die schiessaffin sind oder mich sonst kennen, die mich in dieser Sportart unterstützen. Total braucht sie im Jahr nämlich 120'000 Franken. Zum Beispiel zum Wettkampfreisen oder für die Ausrüstung. Gut 2/3 davon übernimmt der Schweizer Skisportverein. Ein kleiner Teil die Sponsoren und die restlichen 36'000 Franken kommen von der Sporthilfe. Heidi Diethelm ist eine von fast 900 Sportlerinnen und Sportlern, die mit total 5 Millionen Franken unterstützt werden. Man kommt Geld über, man kann mittrainieren und dann kann man das Potenzial auch ausschöpfen. Und ich denke, in diesem Zyklus sind wir sehr wichtig, dass man sich dann wirklich auf den Sport fokussieren kann und dass man vielleicht ein bisschen weniger muss arbeiten oder sich mit anderen finanziellen Hürden muss beschäftigen muss. Genau da hat Heidi Diethelm geholfen, um sich komplett auf den Skisport zu konzentrieren. Mit Erfolg, wie die Olympischen Spiele in Rio bewiesen haben. In 2,5 Jahren soll es in Tokio gleich nochmal klappen. Wenn alles gut läuft, dann hoffe ich ja, dass es nochmal klappt und dass ich dann auch in bester Form antreten kann. Und darum heisst es auch in den nächsten 2,5 Jahren Zähne zusammenbeissen und das Ziel nicht aus den Augen lassen.